Komm. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Hiya. Ach, daneben. Ja. Hehe, willkommen zurück zu The Legend of Zelda. The Minish Cap. Beim letzten Mal haben wir die Pegasus-Stiefel gleichzeitig mit den Bogen bekommen. Also nicht gleichzeitig, aber in der gleichen Folge auf jeden Fall. Und ja, yeah, mit den Pegasus-Stiefeln können wir jetzt rumrennen, wie wir wollen. Yeah. Bonk. Ja, mit dem Bogen habt ihr ja gesehen, was wir damit können. Träger der heiligen Macht des Windes, Flügel mögen nun auch dich tragen. Wieder mal so einmal. Ah ja, und mit dem Bogen können wir jetzt die Dinger ja abschießen und, naja, dadurch werden sie aggressiv. Deshalb sollten wir sie auf jeden Fall beseitigen. Du verschwindest bitte mal. Ich bin gerade im Kampf, ey! Oh oh. Warum dreht er sich um? Ey. Oh, ich kann ihn damit killen, ah. Das ist gut zu wissen. Tudum. Ja, wir erkunden uns hier noch ein bisschen um, denn irgendwo in der Nähe soll sich hier wohl der dritte Dungeon aufhalten. Und das wäre natürlich cool, wenn wir heute diesen finden würden. Aber wenn wir den schaffen, dann können wir unser Schwert verbessern. Ich meine, es ist schon ein cooles rotes Schwert, aber was hat es noch so alles drauf, wenn wir nur die richtigen Materialien dafür haben? Was könnte es dann noch alles erreichen, ist die Frage. So, blub. Hier können wir die Abkürzung direkt mal machen. Plopp. Und ja, ab in die Höhle. Was haben wir hier so Schönes? Ein Glücksfragment. Mehr aber auch nicht. So ein schöner Teppich hier. Hätte ich gerne in Real Life. Ja, dann ist er nur so ein goldenes Glücksfragment. Ja, was soll's? Naja, ist aber auch egal. Ja, schwimmen können wir leider nicht. Auch mit den Stiefeln können wir nicht schwimmen. Mit den Stiefeln können wir über das... Ja, dieses moosige Wasser da. Aber ansonsten... Hier, das dreckige Wasser können wir mit den Stiefeln, aber... Leider sonst über nichts anderes. Ja, wo kann ich noch hinfliegen? Eigentlich nirgendwo, oder? Nope. Links oft ab. Der Arme. Na gut, dann sind wir ja wohl falsch. Dann sind wir hier wohl falsch. Oder? Ich kann mich nochmal... Doch, doch, warte mal. Ich kann mich nochmal ein bisschen umschauen mit den Stiefeln. Ich glaube, hier links gab es nichts, ne? Nee, das hier habe ich nicht verstanden. Keine Ahnung, was das hier ist. Vielleicht für später, vielleicht auch gar nichts, vielleicht nur Deko. Wer weiß. Ich weiß auf jeden Fall nicht. Ich weiß nur, dass ich hier vielleicht noch ein bisschen oben schauen könnte. Ah, verdammt, blödes Gras. So. Oh, stimmt, hier komme ich ja gar nicht mehr durch. Und kleiner werden kann ich ja auch noch nicht. Ich weiß noch nicht, wo das möglich wird. Na gut, dann gehen wir halt erstmal wieder zurück zum Anfang. Habe ich am Anfang irgendwas übersehen? Ja doch, ich habe auf jeden Fall mindestens einen dieser Zyklopen. Mann, verschwinde, ey. Was ist dein Problem? Hä? Hast du Probleme? Ja, habe ich gedacht. Ja, aber wir einen von diesen Zyklopen noch nicht besiegt. Ich glaube, der war hier oben rechts. Habe ich recht? Nee, der war woanders. Moment. Wo war er denn? Wo war er denn? Hier? Ja, hier war er. Hier kommen wir jetzt lang. Hey, Kumpel! Daneben. Bam! Das war leider nicht so gut. Bam! Bam! Down! Das gefällt mir echt mit dem Bogen. Das ist ein cooles Gameplay. Verdammt, immer diese gleichen Gegner. Lass mich mal in Ruhe, Mann! Abkürzung! Habe ich hier vorhin nicht geschaffen? Oder war ich hier noch gar nicht? Keine Ahnung. Was auch immer. Okay, da komme ich nicht lang. Ich kann nicht schwimmen. Ich kann nur über das musige Wasser oder was auch immer das ist laufen. Kiste mit einem weiteren goldenen Glücksfragment. Aber ich habe doch niemanden gesehen, der so ein goldenes Glücksfragment haben möchte. Vielleicht finden wir die auch erst jetzt. Jetzt, wo wir die gesammelt haben. Wer weiß, könnte ja alles sein. Nur habe ich das Problem, dass ich nicht weiß, wo ich lang muss. Moment. Vielleicht habe ich mein Haus noch nicht überall umgesehen. Ja, hier zum Beispiel war ich noch nicht in dieser Höhle. Ach, guck mal, wer da ist. Möchtest du mir was verkaufen, Kleiner? Ja, okay, okay, tut mir leid. Ich verkaufe dir Pfeile. 30 für 30 Rubine. Nein, Mann. Das war auch mal, Mann, ey. Du willst traden? Ja, das ist okay. Na dann. Ding. Wie heißt der Kleine? Händler-Deku. Der kleine Händler-Deku. Oh, was ist das? Das ist im Wald. Das ist unten rechts im Wald.
Okay. Ja. Yay. Na gut, aber irgendwie ist jetzt wieder Stille. Jetzt ist wieder Stille, weil ich nicht weiß, wo es lang geht. Also laut der Map... Warte mal, ich riss mal hier irgendwas aus. Laut der Map muss ich... Muss ich wo lang? Vielleicht muss ich auch nur den Bogen finden. Warte mal, wo war ich jetzt noch nicht, wo ich hin kann? Nee, ich war überall, wo ich hin kann. Hm? Irgendwas muss ich wahrscheinlich mit dem Bogen anfangen können. Ich glaube, der war das Hauptding hier. Ja, mit den Stiefeln, den Bogen holen. Und jetzt mit dem Bogen... Irgendwo woanders lang? Warte mal. Warte mal einen Moment. Nein? Wie kriege ich diese Öffnungen auf? Ich will nicht immer die ganze Backtracking bestreiten, nur dass ich da... Ach, keine Ahnung, Mann. Keine Ahnung, Freunde. Ich gucke mich mal ein bisschen um und dann sage ich euch Bescheid, wenn ich was finde. Okay, hier am Anfang, also relativ am Anfang eigentlich. Ja, ungefähr. Ja, auf jeden Fall, ihr seht ja, wo ich bin. Hier gibt es tatsächlich nochmal einen Weg. Hier kann man nach oben klettern, aber das ist nicht wichtig. Sondern wir sind hier noch gar nicht drüber gedasht. Hier gibt es ein bisschen Büschel. Ja, was soll's. Aber hier drüben gibt es einen komplett neuen Weg in ein anderes Gebiet. Oh, hier ist der Rückweg. Oh. Ja, neues Gebiet. Boah, cool. Yo, yeah. Boah, voll cool. Hier ist mal ohne Witz. Was können wir jetzt mit dem... Hä? Was ist mit dem Vogel passiert? Na, egal. Aber was können wir jetzt eigentlich mit dem Bogen anfangen? Ich meine, der ist cool und so. Ich meine, die haben auch einen Bogen hier, aber... Wie können wir den jetzt nützlich machen? Ist die große Frage, die ich mich hier stelle. Oh, danke. Hat der eigentlich noch was zu traden gehabt? Ich guck mal ganz kurz nach, ob der Typ da im Häuslein noch was hatte. Er hat nur gemeint, hier wäre eine Bohne irgendwo. Hier. Keine Ahnung, wo er meint. Hier ist gar keine Bohne in der Nähe. Hm. Kann ich auch nicht helfen, Mann. Ja. So, ich renne ja eigentlich nur die ganze Zeit hin und her. Ich weiß nicht, wo ich lang soll, aber... Hier im Wald können wir zumindest jetzt hier rein. Und... Okay, nochmal ein Item bekommen. Guten Tag, Deku. Willst du mir weiter? Ja, ja, gerne. Ich hätte immer weiter. Ich verkaufe den Glücksfragment von der Rubine. Wenn's sein muss. Ja, ist voll selten, Mann. Da will ich dir mal glauben. Hast du sonst irgendwas hier versteckt? Noch ein Glücksfragment oder so? Ich meine, kann ja sein. Ey. Kann ja sein, dass hier noch eins ist. Blip. Okay, nee, dauert zu lange, das aufzuladen. Lohnt sich nicht. Nee, sonst hat er hier nichts. Wo soll ich denn sonst noch lang? Ich meine, ich habe jetzt Stiefel und Bogen. Ich habe noch eine Milch. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ups. Ah, nee. Muss ich mir weiter umschauen, schätze ich. Bei diesem Farmer können wir jetzt auch nochmal traden, weil wir mittlerweile das Fragment haben, was er haben möchte. Schaut mal die goldenen Dinger an. Sehen cool aus, oder? Haben so komische Designs. Finde ich cool. Der Toffel, der möchte hier noch was haben. In den Bergen. Oh Gott, da bin ich ungerne. Aber da gibt es eine Truhe. Ja, wahrscheinlich ein Glücksfragment, oder? Ja, hol ich irgendwann, wenn ich wieder zurückgehe in die Berge. Wenn es irgendwie zwei Dinge oder so zusammen sind. Für eine Kiste oder was auch immer. Ja, weiß ich nicht. Lohnt sich jetzt nicht unbedingt. Nicht so wirklich. Warte, ich stelle jetzt euch noch mal kurz nach. Scheinbar kann man mit diesem Strudel doch noch links kommen. Zeig euch das mal. Einfach hier jetzt direkt nach links steuern. Und einfach geradeaus nach links. Aus irgendeinem Grund geht das doch. Jetzt nicht mehr? Hä, gerade hat es funktioniert. Ey, ich schwöre es euch, gerade hat es funktioniert. Ihr habt ja gerade gesehen, ich war gerade oben. Vielleicht einen größeren Bogen machen. So. Na komm. Ja, seht ihr? Seht ihr? Synchron funktioniert das.
Was zum... Wieso sind die Coronenköpfe? Das sind's wahrscheinlich nicht, aber sie sehen sie aus. Was zum... So, Abkürzung. Und wir haben den Typen jetzt schon geholfen, hier reinzukommen. Indem wir mit dem einen Farmer geredet haben, glaube ich. Also ja, leider habe ich den Text übersprungen, aber vielleicht ist er hier. Hier ist er doch. Sie will einfach nicht kaputt gehen. Ich brauche Hilfe, um sie einzureißen. Aber tauschen tue ich gerne. Okay. Ding! Gorone. Einfach nur Gorone. Der einzige im Spiel wahrscheinlich. Beim Schloss. Hä? Was zum... Jetzt kommt da ein weiterer Gorone in Hyrule-Stadt. Ich war schon lange nicht mehr hier. Ich will viele Fragmente verkaufen. Aha, können wir bei dem alles kaufen? Das wäre echt cool, wenn man bei dem alle Fragmente kaufen könnte. Perfekt, jetzt passiert was Gutes. Soll ich dir helfen? Hier, ich helfe dir. Das wird bestimmt funktionieren. Nee, irgendwie nicht. Nee, okay, das ist für später, denke ich. Dem können wir jetzt auch nicht helfen. Aber wir können jetzt zum Schloss, mehr oder weniger. Mhm. Ja, das können wir. Das Tor kriegen wir immer noch nicht auf, was irgendwie ein bisschen blöd ist, weil man dann immer wieder den ganzen Weg drumherum gehen muss, was halt, ja, unnötig Zeit kostet. Aber was soll's, wir sind ja jetzt recht da. Ist er hier. Kurzer Spaziergang. So, wo ist denn der Kumpel? Wo ist denn der Kumpel? Der ist direkt hier. Ich habe Fragmente für dich. Welche Form sie haben, ist eine Überraschung. Welche Form es hat? 200? Ist klar. Nein, Mann. Oh, hallo. Okay, ich kann dem Tiro abkaufen. Mysteriöse Muscheln kann ich mit dem finden. Okay, was mit dem? Herzen. Ich war schon mal bei bei Terry, aber ich habe mir noch nicht alle Beschreibungen durchgelesen. Glücksfragmente öfter. Das ist alles so teuer. Und leere Flasche. Das ist eine leere Flasche, Sir. Wenn die Mittelschnallen Tylorian da haben, fülle ich frischen Tyrop ein. Ah, das kommt noch. Ah. Das, ach so, jetzt sehe ich erst. Dass man da durchsieht, das ist der Boden. Okay, der hat nur drei im Moment. Okay. Alles klar. Hier ist die Bäckerei. Wollt ihr einfach nicht tauschen? Nee. Ich kann hier was kaufen. Hey, was geht ab? 30 Rubine für ein Croissant? Croissant? Ah, da war nichts drin. Toll. Danke, dass ihr mein Geld gescammt habt. Ah, 30 Rubine vor allem. Das ist nicht so nett. Hat immer noch alles zu? Wer macht denn das auf, bitte? Das kann doch nicht sein, dass ich hier immer noch nicht weiterkomme in der generellen Spiel jetzt wieder. Ich meine, was will ich mit dem Bogen jetzt machen? Ich überlege, was ich damit jetzt machen könnte. Wie komme ich eigentlich da durch? Lass mich durch? Nein, die will nur ein Minispiel spielen. Hab schon so oft gespielt. Bringst du mich durch? Nein. Warum guckst du eigentlich in deine Richtung? Ja, dann keine Ahnung, Freunde. Hier beim Innenhof vom Schloss gibt es noch einen Gegner, den wir besiegen können. Und zwar hier drüben irgendwo. Meine ich. Nicht? Oder hier weiter in der Ecke? Hier ist er. Alter, ist er schnell. Yo! Boah, seht ihr das? Was zum... Okay, stopp. Stopp. Oh, Alter. Der geht total ab. Komm, 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 komm. Stirb. Alter. Boah, der war richtig stark. Aber dafür kriegen wir auch einen großen blauen Rubin, der... Ich glaube, 100 oder so wert war jetzt. Ganz nett. Was gab's hier nochmal? Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Dich gab's, aber du wolltest, dass ich hier Feuer mache. Aber ich kann kein Feuer machen, Kumpel. Deshalb keine Ahnung, wie es hier weitergeht, ey. Wartet mal, ist diese Öffnung nicht neu? Waren wir hier schon mal?
Nein. Hier haben wir noch ein wenig. Ein Fragment. Schön. Ja, wenn man alle vier Bäume aufgemacht hat, gibt es in der Mitte einen weiteren großen Ort mit einem Bonus-Item. Yay! Und hier direkt nebenan gibt es nochmal einen Baum, wo wir, glaube ich, auch noch nicht drin waren. Nein, hier gibt es süße kleine Sailor Moon-Feen. Ey, könnt ihr sagen, was ihr wollt. Die sieht aus wie Sailor Moon. Hat doch diese Haare und alles. Yay, ich habe eine Fee eingefangen. Sie hilft mir, wenn ich am Ende bin. Ah. Alles klar, Spiel. Danke. Okay, das musste ich nachschauen. Ich wusste wirklich nicht, wie es weiterging. Man kann hier in diesem Haus wieder zurückgehen, nachdem man das neue Schwert hat. Seit man dieses neue Schwert hat, kann man bei ihm eine neue Technik beigebracht bekommen. Ja. Nanu, dieses Schwert, du bist aber auch geschickter geworden, Mann. Ja, jetzt kann ich dir auch endlich mal was beibringen, Junge. Bist du willens, was beibringen zu wollen? Was lernen zu wollen? Ja, lernen will ich schon gern. Du musst mir beibringen. Ja, okay. Ich werde dich die Technik des Steinspalters lernen. Erstens, zerschlage den Krug mit dem Schwert. Es ist vollbracht. Hast du verstanden? Ja? Gut, das freut mich. Ich hätte auch nicht gewusst, wie ich es dir sonst erklären sollte, ganz ehrlich. Ja, okay, dann mach mal. Achso, er macht es jetzt erstmal hier vor wieder. Ding. Ja, also... Warum man das nicht von Anfang an tun kann, keine Ahnung. Endlich ist das super simpel. Steinspalter. Jetzt kann ich Steine und Krüge, also Krüge und Steine. Interessant. Kaputt schlagen mit dem Schwert. Steine bin ich mal gespannt, aber Krüge, also come on. Das hätte von Anfang an möglich sein müssen. Na, nur diese Stiefel! Ja, noch mehr kann ich dabei bringen. Bist du ready? Na klar, Mann! Okay, ich werde die Technik des Ausfalls lernen. Erstens, ziehe die Pegasus-Stiefel an. Zweitens, rüste dich mit dem Schwert aus. Drittens, lauf los! Halte den Knopf für die Pegasus-Stiefel gedrückt. Es ist verbracht. Das ist auch so simpel. Ich kann während des Rennens angreifen. Warum kann ich das nicht von Anfang an? Naja, Link kommt nicht auf die Idee. Alright, er zeigt es mir erstmal. Ja, wie gesagt, man kann währenddessen das Schwert rausholen. Ja. Toll, oder? Jetzt kann ich damit auch wirklich rumrennen, überall hin. Ja, yay. Komm wieder, wenn du hoch und weit springen kannst. Hoch und weit springen? Hm? Spoilert er mich? Was soll denn das, Mann? Hä? Wieso überspringt das immer alles? Seltsam. 4, 5, 6, 7, 8. 8 gibt es. Wir haben 3. Na gut. Okay, was wir theoretisch noch machen können. So. Ist mit dem hier reden. Jetzt können wir nämlich auch rennen. So wie er. Hey, 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 Kumpel. Ich finde halt die Post. Ah, aber gerne tausche ich mit dir. Ding. Ja, was erreicht das? Ah, jetzt können wir zu ihm hin. Jetzt können wir mit ihm reden. Ich möchte den Menschen noch nützlicher sein. Ja, ich werde Magnus bitten, ein Buch zu schreiben, damit wir stärker werden und die Ungeheuer besiegen können. Ich werde noch mehr arbeiten müssen. Walfried wird mir helfen müssen. Magnus und Walfried. Zu ihm... Okay, ich soll jetzt zur Postfiliale. Muss jetzt bei DHL arbeiten. Hat der noch was zu sagen? Weil er ist doch hier der Magfried oder was auch immer, oder? Bist du es nicht? Nein, bin ich nicht, Mann. Und selbst wenn, lass mich in Ruhe. Nee, sorry, Mann, ey. Boah. Der mich so unfreundlichen Menschen, du. Egal. Nee, ich muss nach oben. Muss nach oben, es muss alles lachen. Ja, 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 yeah. Hey! Hallöchen, junge Dame. Guten Tag. Hier kann man die Magnus-Schwertfibel von Meister Magnus bestellen. Viele wertvolle Tipps für Abenteurer. Zum Sonderpreis von nur 200 Rubinen. Oh, ja, gerne. Vielen Dank für deine Bestellung. Es müsste bald da sein, also frag ab und mal bei uns nach. Warte mal, habe ich gerade 200 Rubine für ein Buch ausgegeben? Warum mache ich das? So, weil sie hübsch ist. Und zack, immer mehr und mehr. Okay. Raus, rein. Spender sein. Oh, tatsächlich. Magnus Schwertfibel, Band 1. Willst du sie lesen? Klar doch, ich habe dafür Geld ausgegeben. Schwertfibel Band 1. Wände mit Geheimnissen. Nur ein Kämpfer mit geschultem Auge wird seine Abenteuer bestehen. So erkennt er, dass sich manche Wand... Alter, das ist... Manche Wand mit Bomben einreißen lässt. Junge,
Diese Info muss man lernen, muss man selber herausfinden, um zu diesem Punkt des Spiels überhaupt zu kommen. Doch nicht nur der Sehsinn ist gefragt. Ich hab Profi weiß auch dies zu tun. Halt den Knopf, der mit Schwert belegt ist, gedrückt und lade es aber. Wenn du jetzt gegen die Wand schlägst, hörst du Unterschied. Was tun, Meister Magnus? Wenn der Gegner dich fest umklammert, bewahre einen kühlen Kopf und bleibe locker. Drücke immer wieder das Steuerkreuz. Rauf, runter, hin und her, und dann bist du schnell wieder frei. Die 8 Runde von Hyrule. 1. Der magische Bumerang. Irgendwo in Hyrule soll es einen magischen Bumerang geben, dessen Flugrichtung man während des Flugs ändern kann. Oha. Hab dich wohl, werter Leser! Dies war das erste Band der unnötigen Tipps. Auch Sie werden Tipps für Abenteuerprofis erhalten. Bitte bei der Post abholen. Band 2 liegt dort demnächst bereit. Wohl auf! Guten Tag, für dich dein Buch. Büchersendung angekommen. Ja, und wann ist die nächste da? Ist jetzt da? Nö. Mehr hat sie nichts zu sagen. Was? Ich muss das nächste für 200 weitere Rubine bestellen? Das war total eine Geldverschwendung! Ist nicht dein Ernst? Oh Gott! Natürlich muss ich's machen, ne? Am Ende krieg ich da keine Ahnung, Herzzell für oder so, aber. Ey, das ist doch teuer! Was geht denn bei denen ab? Das können die doch nicht ernst meinen. Bist du jetzt fertig? Kann ich jetzt bei dir rein? Nein, Mann, immer noch nicht! Okay. Immer noch nicht, sagt er. Was kann ich denn sonst machen? Was kann ich denn sonst noch? Du kannst jetzt hier rüber? Wieso? Der andere kann doch, der Briefkasten kann doch auch hier drüber springen. Wieso kann ich es dann nicht? Das ist die Frage, die wir uns alle fragen. Vielleicht kriege ich Antworten, wie es hier im Spiel weitergeht, in der nächsten Folge von The Legend of Zelda: The Minish Cap.